Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt hier auf Gamers Check LP. Und ja, ich bin der Onkel und wir zocken heute an Plantera. Ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, um was es in diesem Spiel geht. Ich habe von den Entwicklern hier einen Key bekommen. Ich habe keine Ahnung. Bin da natürlich sehr dankbar, das ist klar. Aber ich habe auch nicht angefragt oder sonst irgendwas. Da kam mir einfach zu. Und ja, was ist hier los? Was passiert hier? Was müssen wir machen? Äpfel, Orangen, Birnen, Kirschen. Okay, was? Oh, ist alles weg. Ah, okay. Hier. Für Binsen kann ich mir Möhren kaufen. Okay. Super. Dann pflanzen wir uns mal dahin. So. Wir müssen jetzt natürlich dann Geld sammeln, denke ich mal. Was ist das? Ah, da kann. Aha. Okay. Also wenn so ein Vieh kommt, kann ich draufhauen und dann ist Ruhmkarton. Okay. Da kriegen wir jetzt auch wieder Geld und dann können wir uns wieder neue Sachen kaufen. Ah, ich verstehe den Sinn. Wir können jetzt das... Ach nee, wir brauchen noch einen. Ach hier. Zack, so. Machen wir hier mal noch Möhren dahin. Halt, da muss ich drauf. Level 2. Ach, man kann dann mit 5 Level... Ah, ein Baum. Wir brauchen 9 Münzen. 9. Aha. Oh, also ich kann mir mal vorstellen, das wird dann noch schwer. Jetzt haben wir hier einen Blaubeerbaum oder was das da ist. Ich setze mal hier hin. So. Und. Bup. Ach, die leuchtenden. Okay, also das ist einfach so ein Klickspiel. Ich muss aber sagen, so simpel das auch ist, ist mir das auch bewusst, dass die Spiele sehr süchtig machen können. Bup. Den muss ich einsammeln. Ah, ist auch cool. So, jetzt bin ich Level 3. Jetzt kann ich hier einen Apfelbaum pflanzen. Ja, den pflanzen wir mal dahin. Oh, hi. Jetzt habe ich auch eine zweite Figur. Ah, hier unten, da kriegt man dann Figuren dazu mit der Zeit. Okay. Okay, man muss hier auf jeden Fall schnell klicken. Ah, hier. Das ist natürlich vielleicht wieder so verkackt wie ich gerade. Wir dürfen uns nebenbei nicht vergessen, irgendwas zu kaufen. Ich würde sagen, ne, Möhren brauchen wir nicht nochmal. Ab Level 5 kommt das nächste. Das dauert schon noch ein Stück, bis Level 5 da ist. Zack, sammeln die so von selber. Jo, alles klar. Papp. Wupp, wupp. Sammel die Kacke mal. Ach, ich kann auch selber. Ah, okay. Da kann ich ja ein bisschen helfen. So, muss ich noch einen Apfelbaum kaufen? Na, kaufen wir noch einen Apfelbaum, stell den hier hin. Das ist Level 4 und jetzt haben wir hier... Was ist das? 25, Hammer. Keine Ahnung, wenn wir hier schon am Klicken rumklicken sind, dann stellen wir das auch hier hin. So. Macht das Vieh? Hier. Maulwurf verpatzt. Okay, ich merke schon, worauf das hinausläuft, das Spiel. Ich hätte nicht so viel auf einen Haufen bauen sollen. Das weiß man aber nun mal vorher nicht. Klick, klack.
Was ist das? Lied von meinen Feldern, das wurde gerade gespeichert, liebe Freunde. So, so, so. Ein paar Möhren, da haben wir noch einen Schmetterling, noch einen Schmetterling, noch einen Appel. Was machst denn du eigentlich hier? Ein Vogel. Was machen die Vögel? Ich weiß es nicht. Sammeln die mit ein? Zack, zack, zack. Nein. Achso, ich kann ja mich auch bewegen. Ach, eine Gucke. Puh, zieht das sich jetzt das ganze Spiel so? Nächstes Level ist dann hier das dran. Würde ich lieber mal warten noch. Kann man nicht so viel pflanzen. Wir haben ja auch bloß begrenzt Platz. Okay, ja, nö, ist, also ja, so lustiges Spiel, so nebenbei, so für Geigelei, wenn man Langeweile hat, definitiv lustig. Aber das, ich denke, das wird noch richtig schwer in der Zeit. Machen wir mal Marienkäfer. Oh, hier. Geh weg. Ich würde mich gerne mal von so einem Vieh angreifen lassen. Blick, blick. Blick, block. Ja, wäre schön, wenn wir hier das blöde Level erreichen. Aber wir sind ja schon Level 5, Mensch. Wir können jetzt dies pflanzen. Pop. Ja, ich merke schon, einen von jedem hätten wir pflanzen müssen, sonst haben wir keinen Platz. Ja, das ist ja doof. Ja, super. Dann kriege ich eine neue Figur. Ich sammle jetzt schon etwas lahmarschig, muss man schon mal zugeben. So. Wundervoll. Pupp. Maulwürfchen. Klick. Eins. Was sind das so rum? Ist jetzt eigentlich schon ordentlich, ne? Muss man hier rumklicken müssen. Aber alles noch machbar, Herr Nachbar. Upp. Ciao, Häschen. Upp. Geh weg. Da weg. Das da, das da, das da. Oh, wir sind Level 6 und haben einen neuen Blob. Flore. War denn so irgendwas? Ja, hier ein. Was ist das? Himbeeren? Erdbeeren? Was ist das? Boah, keine Ahnung, was das Ganze. Oh, Gartenerweiterung. 500. Ja, meins. Ach, hätte ich da eigentlich gar nicht gebraucht, ne? Ich mache ja über 500. Ey, geh mal weg von den Karotten. Ich drücke einfach überall drauf, es geht. Oh, 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 oh. Oh hier, ist weg. Na, aber kommt der ziemlich schnell wieder zu Geld. Noch hätte ich keine Gartenerweiterung gebraucht, aber ich habe sie halt doch geholt. Hm. Geh weg. Ja.
sag ja, für nebenbei ist das Spiel so für Geigelei super. Sich jetzt damit intensiv befassen, naja, ist, sagen wir mal ehrlich, ne? Ist Quatsch. Da gibt es nicht viel, was man lernen müsste oder was man wirklich hier... Gut, man braucht gute Maus-Skills, denke ich mal. Was? Warum sammelst du die ganze Scheiße mit deinen Freund? Alles Geld. Das ist alles flöten. Also faul ihr seid. So, da. Komm, geh weg. Super. Aber schön, dass er auch mal die Dinger rausreißt. Ach, das Hühnchen legt Eier. Ach, jetzt weiß ich, was das für weiße Punkte ständig sind. Hase weg. Häschen. Geh weiter. So. Ja. Level 7. Was kann man denn jetzt machen hier? Einen neuen Baum. Und zwar Birnen, oder? Ja, Birnen sind das. Ein Marienkäfer. Marienkäfer. Mit Pauken und Trompeten kommt hier der Marienkäfer. Little John Rambo. Ja komm, wir könnten mal ein bisschen schneller reagieren. Kann mich nicht um alles kümmern. Liebe Freunde. Überall die Augen haben, ist auch so eine Sache. Noch geht's. Noch ist es übersichtlich. Für mich zumindest. Das sieht zuweil bei mir aus, wird auseinander. Deswegen ist es für mich übersichtlich. Ja, jetzt Vogel und Nase. Und zwei Birnen sind noch. Und hier zwei Bären. Pinkbären. Maulwurf. Nee, den hab ich fast vergessen. Und die laufen hier echt kreuz und quer, machen aber nichts, was sie sollen. Warte mal ab. Ja, wundervoll. Wir klicken uns hier einen Wolf. Oh, ein Ei. Aber ich muss gestehen, ich kann gerade nicht aufhören. Ihr kennt das, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber bei mir ist es manchmal so, bei solchen Minispielen bleibe ich immer übelst lang festkleben oder bleibe ich eine Zeit lang kleben. Dann mache ich das Spiel aus und mache es nie wieder an. Aber ich nehme mir immer vor, nach dem Spiel, das spiele ich irgendwann weiter. Oder spiele ich mal irgendwie... Irgendwie... Ja. Komm, ich will ein neues Level hier. Ja, Frechheit hier, der Vogel da. Gartenerweiterung kaufen. Aha. Ich möchte aber keine Gartenerweiterung. Was haben wir denn hier? 500, eine Stunde Zeit. Puh, eine Vogelscheuche. Das ist doch gut. 250. Da kommt die hin. Und die kostet 500. Und dahin. So, so eine Vogelscheuche. Die vervogelt jetzt die Scheuchen.
Was? Ich brauche noch eine Hasenscheuche. Sonst ist es jetzt Gold. Sonst ist der dreckige kleine Vogel, ist jetzt Gold. Ach, gar nichts, der hat Angst vor Vogelscheuchen, klar. Obwohl ich die gekauft habe. Ja, die Vogelscheuchen, die kommen nicht mehr näher. Auf das Zeug unten rum achten. Was ist das denn hier? Ein Hund. 1000. Die verscheuchen bestimmt diese blöden Dingens. Level 8, okay. Vogelscheuche, Schützgarten gegen S oder Hütte gewinnen, wenn nicht gespielt wird um einen kleinen Betrag. Was? Ja, Vogelscheuchen habe ich ja jetzt schon. Hier wollte ich hin. Ein Schwein. Joa, kommt da hin. Das ist ja richtig alles durcheinander. Ey. Das ist ja alles richtig durcheinander wirkt. Wundervoll. Ich bin der Master dafür durcheinander. Hier ist ein Maulwurf, das hab ich gesehen. Ein Hase. Hat den Vogel und einen Schuh. Hä? Da ist ein Schuh verloren. Ein Ei. Da. Boah. Hier, hier. Ein Ei. Pock, pock, pock. Geh weg. Geh weg. Oh, jetzt kommen wir doch ziemlich schnell an Geld. Der hat jetzt gerade nicht da irgendwo hingefurzt. Beziehungsweise der hat nicht gerade gefurzt. Ach, guck mal hier. Ah, Trüffel. Vom Schwein, klar. Das ist meine Maus, da ist meine Maus. Wahnsinn. Aber noch ist es ein schönes Spiel. Spielen. Also noch habe ich so ein kleines bisschen Übersicht. Wenn ich dann später für 1000 den Hund kaufe, wollte ich mich um den Scheiß da unten kümmern. Und irgendwann ist dann alles automatisiert, wa? Muss ich bloß noch sammeln. Laufen lassen. Komm raus. Danke. Pock, 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 puff. So. Ja. Du hast einen Kackhaufen? Kacka gemacht, das Schweinchen? Boah. Ich finde die Fälle durcheinander, manchmal die Maus nicht. Das ist nicht fair. Schweine müssen wir uns. Da haben wir Apple. Können wir mal schauen. Ah, ich habe wieder so einen Vogel erwischt. Mal wieder ein Vogel erwischt. Oh, Maulwurf. Wallmorf. Ein Wallmorf. Ewig. Die kommen jetzt nicht näher, oder? Nö. Na, wenn ich dann mein Feld erweitere, wird das natürlich schon schwieriger dann. Nein! Hör auf! Komm ich raus. Halt mal. Geh du weg. Ja. Ich glaube, ich spare jetzt auf den Hund.
Das heißt, ich spare. Ich hab's halt dann einfach. Super. Aber da habe ich die 1000 mal voll. Das ist so heftig. Ich rumgeklicke hier. Klack, klack, klack. So, wir haben die 1000 voll. Wir können uns einen Hund leisten. Ja, und du kommst dahin. Hallo Hundi. Ich hoffe, du bellst jetzt auch, wenn die Viecher mal kommen. Ja. Cool. Hundi, du musst Arbeit leisten. Gute Arbeit leisten. Ja, wir werden durchgängig angegriffen von den Hasensoldaten. Geht der Hund eigentlich auch auf diese großen, die ich dreimal klicken muss. Das sind Waschbären oder was das sind. Oh, ein Schuh. Na komm, Hund. Wo bist du? Einmal auf den Hund verlassen. Hauptsache fressen, hä? Hauptsache fressen. Komm mal an, der Bär. Bärenhund. Der Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, wo ich hinklicken soll jetzt hier. Ja, mit Körper so frei. Moment. Da. Da. Wir halten mal alles noch so ein bisschen alles auf einem Haufen. Da wird es jetzt langsam echt ein klein wenig unübersichtlich wird. Und ihr Körper ist fatsch. Oh, wie viel wir jetzt schon für die Viehzüche rumhängen haben. Wow, wow, haben wir gemacht. Also richtig verjagen, dieses Köder-Vieh nix. Komm, tut mal was für euer Geld, ja. Kleine, dicken, blauen Menschen. Hier nicht mal Menschen. Ach ja, das Geld. Bam! Okay, liebe Freunde. Kommt doch gerade nicht mehr weg von dem Spiel. Aber jetzt seht ihr selber für nebenbei. Könnte das immer mal Spaß machen. Ich will nicht sagen, dass es ein schlechtes Spiel ist, aber es ist halt nur ein Gelegenheitsspiel. Ja? Man spielt es einfach bei Gelegenheiten, wie zum Beispiel, wenn es langweilig ist. Und ja. Auch simpel gehalten von der Grafik her, vom Stil her. Ja, schön, passt eigentlich. Ja. So, okay, ihr seht, worauf das hinausläuft. Ich pflanze dann hier alles voll, ich kann erweitern und dann muss ich hier alles wegbolzen. Und das wird ein Rumgeklicke ohne Ende. Wer auf sowas steht, ich weiß nicht, wie teuer das Ding ist. Wer auf sowas steht, bitte greift zu. Aber, ja. Es ist ja nicht jetzt, ich kann jetzt nicht sagen, es ist ja Top-Grafik oder was. Es ist halt nur ein kleines Minispiel, was ich euch hier mit mal vorgestellt habe, was vielleicht für Leute interessant wirken könnte, wenn sie es selber zocken. Boah. Dass ich das gekriege, ist wieder mal so dieses Problem, dass ich ja denke, ich setze zu vorne. Okay, so liebe Freunde, wir sind Level 9, komm, bis Level 10 machen wir noch. Bis Level 10 machen wir noch. Wir könnten eigentlich mal noch eine Vogelscheuche erholen. Die kostet jetzt 1000. Was sind das? 5? 5000 zum... Hallo? Achso.
Oh, und auf jeden Fall dann hier hinten noch eine Vogelscheuche. Die kleinen Vögel, die Säcke. Die vögeln hier rum. Kommen von links und dann werden die nicht abgewehrt. Und das ist echt, ja, nicht so toll. Okay, mit Level 10 machen wir noch nicht eine Großfresse. Gekackt wurde das Schwein. Das sollte sogar hin. Also es war ja wirklich das Schwein, was er gekackt hat. Oder ist das ein Fuchs vielleicht? Was da ankommt? Ach, keine Ahnung. Das ist ja wurscht. Das ist ein Vieh, was irgendwie knurrt. Leuchtenden. Na komm, Level 10, los! Der Hund hat jetzt, wie oft hat er gebellt? Dreimal. Der bringt gar nichts. Okay, dann wenn du keine Kontrolle mehr hast, wenn du jetzt hier drüben bist irgendwo, dann hast du hier drüben keine Kontrolle mehr. Dann ist es natürlich gut, so ein Hund. Häschen, hau ab. Na komm, Level 10, meine Freunde. Level 10, Level 10, Level 10. Super. Boah, das ist gerade ein ganz schöner... Es ist definitiv nicht nichts Langfristiges hier. Das tut mir leid, sagen zu müssen. Genau, du alter Hase. Nein. Da wieder hingekackt. Quatsch, die Griffel, die suchen die ja, die Schweine, die tun mit ihrer Nase da. Ach, das Lauer, ein Scheiß vorm Kunden. Die Scheiße, so ein Quatsch. Oh, mach doch jetzt mal Level 10 hier. Mein Gott, wir stehen kurz davor. Das halten wir jetzt noch durch bis Level 10. Paff. Meins. Ja, ich bin Level 10, liebe Freunde, und Errungenschaft, Level 10. Und ja, da würde ich sagen, wen es interessiert, der soll es gerne gönnen. Ich persönlich, naja, wie gesagt, das ist nichts Langfristiges, das Spiel, das ist mal so ein bisschen die Geige. Jetzt gucken wir mal, was der hier macht. Der wird auch verbellt. Keine Ahnung, was der macht. Ist auf jeden Fall nichts Langfristiges. Was bist du denn? Warte mal, wo ist meine Maus? Oh, jetzt bin ich aus dem Spiel rausgegangen. War meine Maus weg. Scheiße, was war denn das? Naja. Okay, liebe Freunde, da würde ich sagen, wie gesagt, ist nichts Langfristiges, ist so ein kleines Geigelspiel für nebenbei. Wer da Adresse hat, wenn er das hier sieht, bitte zugreifen. Sonst eben halt nicht. Und ja, da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten angezockt oder Let's Play Projekt oder sonstiges. Also, bis dann. Ciao.